Das war schon Wahnsinn. Sensationell, 9. Tor in der Partie. 5-4 für Haching im Bayerischen Derby. Ah, ich muss tatsächlich sagen, da bin ich jetzt gerade im richtigen Trikot. Haching gegen Würzburg damals, das relativ spektakuläre 5-4 mit der Gewitterpause. Das hat auch schon geblitzt. Nee, da machen wir nicht weiter. Und schießen dann in 10 Minuten halt noch 3 Tore. Und ja, das war schon Wahnsinn. Also den Abend haben wir sehr, sehr lang gefeiert. Erstmal mit dem Kabinenfest, da waren alle waren gut drauf, alle waren mega happy. Wir mussten unsere Katze einschläfern tatsächlich vor einem bisschen mehr als dreiviertel Jahr. Ich bin mit dem aufgewachsen und ich war halt da dabei, weil der hatte einen Tumor am Kiefer. Und ja, dann als wir die eingeschläfert haben, musste ich weinen. Ich mag zum Beispiel kein Bier, was eigentlich für Bayern nicht sehr, sehr typisch ist. Das liegt daran, dass ich, als ich klein war, mein Opa hat immer aus dem Bierkrug auch Apfelschorle getrunken, wenn ich da war. Und ich habe das irgendwie so verinnerlicht gehabt, dass das immer Apfelschorle ist, wenn ich da bin. Und also, ich weiß nicht, 7 oder 8 Jahre alt, habe mit dem im Garten gespielt, bin halt rein, hatte richtig Durst und habe halt dann von dem Krug genippt und musste mich halt direkt übergeben, weil es halt keine Apfelschorle war. Ich probiere es immer mal wieder auf der Wiesn, aber ich finde keinen Gefallen dran so richtig. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.